Hallihallo, Hallöle, willkommen zum weiterhin kranken Let's Play. So, ja, so ganz fit bin ich noch nicht und wir haben heute Samstag. So, aber ich versuche mal nicht in den Tod zu springen. Und ich brauche den nächsten. Oh, den nächsten. Ey, den nächsten. Ich brauche den nächsten Leiterstack. Moment. Und so auf Ebene 11 muss ich erstmal runter. So war das Ganze. Das dauert also noch ein paar Blöckchen. Ich glaube, ich werde mir unten dann irgendwie Wasser hinpacken, falls ich doch aus Versehen mal runterfliege, dass das nicht allzu hart wird. So, immer mal wieder gucken. Das ist die 22, das heißt noch 11 runter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und 10, 11. Moment, ich sehe gerade nichts. So. Die Leiter, die Fackel muss doch mal weg. So. Weil ich brauche hier Platz. Wenn, dann müsste nämlich auch die Fackel irgendwie hier an die Wand. So. Jetzt muss ich kurz mal Platz schaffen im Inventar. Das kann ich unten auch nichts weiter aufsammeln. Oh, so. Und zwar wollen wir den Cobblestone da oben. Wow. Ist das ein bisschen viel, ne? Aber okay. Eigentlich sollte hier auch nichts passieren, weil ich habe oben extra nur einen breit gemacht, damit nichts passieren kann. So, hier weiß ich, dass ich ganz gemütlich runtergraben kann. So. So, alles klar. Das stimmt schon mal. Die
Jetzt ist die Leiter so gebaut, dass die Treppe da ist. Das heißt, ich müsste auf die Seite auf 11 gehen. Jetzt muss ich gucken, wo hier die, wo der eine Wert 11 ist. Ich glaube, das war der X-Wert, ne? Genau, der X-Wert war 11. Oder was der Y-Wert? Nee, Quatsch, 6 war das. Jetzt muss ich nochmal auf der anderen Seite gucken gleich. Jetzt habe ich den Überblick nämlich verloren. Auf alle Fälle war ein Wert 11, 6 und ein 11. 11 war der Y-Wert. Um nach unten zu graben. Damit ich genau in diesem Tunnel dann nämlich grabe und dementsprechend auch nicht wieder einen neuen Tunnel da habe. Deshalb habe ich das jetzt genau so gemacht, denn. Aber dadurch, dass der Weg natürlich so schräg runter geht, muss ich eine Menge noch rüber graben. Deshalb war der X-Wert 6 genau. Was hier auch wichtig ist. Genau, der Y-Wert, der ist ja hoppala, unwichtig, weil der ist nur für den Weg hier. Da muss ich ja nicht lang graben. Das heißt, ich muss jetzt rüber auf 6. Um genau in diesen Weg zu kommen. Diesen Gang. So. Heißt in die Richtung bis 6. GG, das kann dauern. Da wird die Spitzhacke nicht ausreichen. Aber das war irgendwie auch klar. Oh, Gold. Und wieder kein Platz im Inventar. Kann ich kurz irgendwie mal eine Kiste unten hin platzieren, damit ich nicht jedes Mal nach oben muss? Ach Mist. Einfach nur, um erstmal hier Platz zu schaffen. Hier auch so viel Schrott drin. Naja, gut. Und schon ist die Spitzhacke kaputt. Ich könnte mir erstmal welche aus Stein machen. Da muss ich nicht jedes Mal nach oben gehen. Weil Sticks und Holz habe ich ja hier. Sticks und Holz, genau. Holz und Steine. Und Sticks auch noch. Aber die macht man ja aus Holz.
Damit ich mir das übrigens auch merken kann noch fürs nächste Mal, mache ich mir mal kurz ein Schild und schreibe einfach rauf x gleich 6. Das ist nur für mich. Ja, doch, war richtig. Weil das ist ja schon ein langer Weg. Das liegt aber wirklich daran, weil der Weg natürlich da hinten so schräg runter geht. Und dadurch, ne, kann es natürlich sein, dass wir noch auf einiges treffen, bis wir da sind. Aber dann kann ich hinten nämlich den Weg auch komplett nochmal zubauen und meinetwegen auch die Treppenstufen wieder mitnehmen. Weil das brauchen wir alles da nicht mehr. Dann nehmen wir nämlich nur noch den Weg hier. Das ist alles ein bisschen verbunden. Unterirdisch. Und dann sieht man es oben nicht mehr so. Oh, schon ein Stück. Das ich jetzt wieder nach hinten gebaut habe. Ja. Hoppala, das geht schon schnell. Aber ich brauche definitiv, glaube ich, noch mehr Spitzhacken danach. So. Holzspitzen mit Steinspitzhacken zu arbeiten, ist aber auch ein bisschen nervig. Vor allem spätestens, wenn ich an Redstone oder so hängen bleibe. Oder Diamanten. Da brauche ich eh eine Eisenspitzhacke. Und muss mir Eisen holen von oben. Oder ich habe hier Eisen noch im Inventar irgendwo. Moment, das kann ich kurz mal gucken. Drei. Weil dann kann ich das nämlich wie folgt machen. Ich mache mir unten mal kurz einen Ofen. Werf dann noch ein paar Sticks rein und das Eisen. Dann machen wir das erstmal so. Erst. Also von dem Block hier. Ich muss ja von hier rechnen. Da sind es dann 20. Und dann muss ich in die Richtung durchgraben. Ich denke mal, der Weg, der wird nämlich dahin nicht so lang gebaut worden sein von mir. Und dann müsste ich genau auf den Weg treffen. Wenn alles richtig berechnet worden ist von mir. Na, sage ich ja, jetzt brauche ich Eisen. Ey. Springst du einfach auf die Kiste? Geht ja mal gar nicht. So.
auch oben definitiv dann wieder noch eine zweite Cobblestone-Kiste. Moment. So. Dann haben wir da noch ein bisschen Redstone mitgenommen. Jetzt müssen wir gleich die Löcher erstmal wieder flicken. Dafür brauche ich aber ein bisschen Kabel. So, noch da vorne. So, hat genau gereicht. Welch ein Wunder. So. Jetzt kommt noch Kohle. Immerhin kriegt man so auch Erfahrung durchs hier durchbauen. Okay, 16, das heißt, wir brauchen dann auch da noch 10. Wenn ich das jetzt richtig sehe, es müsste hier. Ne, hier ist 15, das heißt, das werden dann noch gar noch 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Also müsste genau hier die 6 sein. Genau. Ich mache das jetzt hier mit der Eisenspitzhacke, damit es schneller geht erstmal. Jetzt kriege ich hier noch einen Krampf bei. Hier haben wir dann auch gleich wieder neues Eisen. Nice. So. Dann können wir hier einfach durchbauen. Ja, die Fackel hier hinten kommt natürlich noch an die Wand. Oh. Ich habe gesagt, die Fackel kommt an die Wand, nicht das Gold. Hier kommt die Fackel ja dann wieder an den Boden. Auf den Boden natürlich. Sehen, ob ich heute noch durchkomme. Aber dazu werden wir wohl nicht mehr kommen. Nö.
Wir bleiben jetzt einfach hier so stehen. Und ob wir das wirklich durchgeschafft haben, das sehen wir denn das nächste Mal. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Es war nett, euch zu treffen. Egal. Bis dann und tschüss.